Ja, wenn wir uns den DAX anschauen, dann deutet die Markttechnik durchaus darauf hin, dass der DAX zwar seinem starken Trend folgt, aber er könnte natürlich jetzt auch etwas überkauft sein. Das werden wir jetzt genauer untersuchen. Und mein Ziel ist es, zu gewisse Niveaus zu klassifizieren, wo Auffangniveaus oder zumindest Korrekturniveaus dastehen. Und nicht nur das, ich will mit euch auch hier... Short-Kandidaten oder eben auch eine Absicherung über den DAX, vielleicht MDAX und TechDAX auch mit ins Kalkül ziehen. Ja, und dazu schauen wir mal auf meine Übersichtstabelle, die wir hier zusammengestellt haben. Und ihr seht, wir haben getriebene Märkte, also Vorsicht, das haben wir gerade in Teil 1 besprochen. Der DAX noch im Bull-Bull-Modus, generell wie alle Indizes, aber dafür ist das Kommentarfeld ja da. Vorsicht, wir müssen genauer hinschauen. Und im DAX sehen wir eine gewisse nachlassende Dynamik. In den anderen Indizes sehen wir gewisse Divergenzen. Ne? Die haben wir in den letzten Wochen schon thematisiert gehabt. Also Vorsicht ist hier auf jeden Fall angebracht. Und manchmal laufen die amerikanischen Märkte stabilisierend. Aber Vorsicht, hier ist genau dasselbe Problem. Und in Teil 1 haben wir sogar gesehen: Vorsicht, das könnte in Amerika sogar etwas intensiver sich gerade aufschaukeln, als von manchem erwartet. Das heißt, wir rechnen hier durchaus jetzt mit etwas Volatilität, mit Rückläufen und zeitgleich läuft ja Gold an. Richtig starker Ausbruch zur Oberseite, Krisen, Inflations- und Absicherungsschutz. Das ist ein Vorsichts-, also eine Vorsicht. Wir haben ja dazu auch jetzt am Freitag wieder darauf hingewiesen, wir sind in Gold investiert, schon länger. Wir haben in den letzten Jahren eingesammelt, halten unsere Positionen. Bis zu 12% des Gesamtkapitals und die werden wir auch erst einmal dabei belassen. Das Ganze hat natürlich aber auch eine Auswirkung auf Devisen und eben auf Aktien. Das ist ja die, ähm, die Korrelation, die hier da drin steckt. Die werde ich euch gleich nochmal genauer zeigen. Das, was ihr hier seht, ist das alte Big Picture, ne, noch vom 24.03. Ne, hier kommt nochmal ein Pixel dazu. Ähm, mir geht es darum, ich will euch folgendes hier nochmal genauer erläutern. Man kann ja so eine gewisse Formation erkennen. Und solange wir im Ausbruchsszenario uns befinden, sieht das Ganze weiterhin positiv und bullisch aus. Aber wenn das Ganze jetzt hier zurückfallen sollte, dann sind wir von einem sehr positiven Szenario direkt in einem sehr negativen Szenario. Und der wichtigste Moment wäre dieses Tief hier. Dieses Tief ist also der Puffer zwischen einem starken Long-Szenario und einem Short-Szenario. Hier wäre es mein normales Short-Szenario und hier drunter wäre sogar eine echte, eine richtige Krise zu erwarten. Ja, ich will nicht so weit in die Zukunft philosophieren. Uns geht es jetzt erst einmal um den Rücksetzer in dieser Pufferphase oder was passiert, wenn sich der DAX auf sehr hohem Niveau hier sogar halten kann. Und da zoomen wir jetzt mal rein und dazu nehmen wir hier unten unsere Intermarket-Tendenzen mit rein. Einmal, das haben wir in Teil 1 genauer besprochen, im Verhältnis zu den Anleihen. Beim DAX nehmen wir natürlich den Bund Future. Darunter haben wir die Devisen, das wäre dann der Euro in US-Dollar. Und hier unten, das ist der Rohstoffbereich. Hier haben wir aber Gold genommen. Und hier seht ihr, dass wir uns wieder einem überhitzten Bereich nähern und die Signallinie für Gold bzw. stellvertretend für Rohstoffe sinkt. Wir haben es ja gesehen. Öl steigt, Kupfer steigt, ähm, Gold steigt, ja. Das ist Gegenwind und insgesamt hält sich die Aufwärtsbewegung noch positiv, aber ein erster Wochenschlusskurs mit negativer Kerze ist jetzt nach einer Serie von positiven Wochen zu erkennen. Und wir rechnen jetzt erst einmal mit einer normalen Korrektur im Aufwärtstrend. Das, was ihr hier sehen könnt, ist das Durchschreiten dieses Hochs hier. Das wäre dieser Punkt hier. Jetzt stehen wir sehr wahrscheinlich in der Nähe dieses Hoches hier. Und eine gewisse Korrekturphase wird wahrscheinlich bis hier in den Bereich 17.700, 730. Das wäre eine Konsolidierung. Das wäre das Minimalziel. Darunter würden wir von einer leichten Korrektur sprechen. Das wäre so in dem Bereich 16.400. Und darunter könnte sich das Ganze ähnlich wie hier in einer größeren Korrektur äußern. Und ja, wenn der Markt plötzlich entscheidet, in ein freies Fallszenario überzugehen, müssen wir natürlich reagieren. Also falls ein bärischer Impuls entstehen sollte, wäre das sofort natürlich ein Short-Signal. Ja. Ich habe euch die Saisonalität hier nochmal mit reingenommen. Deswegen, weil wir haben eigentlich jetzt nach einem negativen Zeitfenster ein positives Zeitfenster. Hier werde ich häufig gefragt, wie gehen wir da mit systematischen Trades aus anderen Bereichen um, unsere Pakete. Die gehen ja in den, äh, den Long-Bereich in solchen Situationen, aber mit engen Stop-Loss achtet auf die Stop-Loss, das ist ganz, ganz wichtig in solchen Situationen. Und die Filter, die Filter sind aktuell grün, deswegen ist der Stop-Loss wichtig zu beachten. Und statistisch gesehen haben wir ja ein positives Szenario zu erwarten. Nichtsdestotrotz bin ich aktuell eher kritisch oder vorsichtig eingestellt und das bedeutet, ich kann mir durchaus den Positionsgröße etwas runternehmen, wenn ich solche Trades einmache, äh, kaufe und ich werde den Hebel natürlich auf ein kleineres Niveau runternehmen bei Long-Positionen. Ich habe jetzt hier mal einen Timing-Chart für euch mit reingenommen der die 200 Tage Linie untersucht. Die 200 Tage Linie ist ein Indikator, den viele institutionelle beachten und wir sind über der 200 Tage Linie, das heißt, wir sind per Definition in einem Bullenmarkt, aber hier unten, das ist die Abweichung vom arithmetischen 200 Tage Durchschnitt. Seht ihr solche Punkte hier, die nur selten überwunden werden und wenn, dann auch nur kurzfristig. Das sind Trendwendebereiche, meistens innerhalb einer intakten Trendbewegung. Und Vorsicht: Hier muss man bedenken, die 200-Tage-Linie ist ja gerade gezurrt worden. Wenn diese 200-Tage-Linie steigt, neigt sich das ja mit einem seitlich laufenden Markt an die 200-Tage-Linie heran. Nichtsdestotrotz: Wir haben ein Niveau erreicht, wo es interessant wird. Vorsicht: Der Markt ist etwas überhitzt. Der eine oder andere Marktteilnehmer Mag dazu neigen, jetzt zu wechseln und etwas vorsichtiger zu werden. Hier zoomen wir noch mal rein, dann seht ihr das mal ein bisschen besser. Ja, hier ist dieses Niveau und hier könnt ihr mal sehen, das muss nicht per se eine größere Korrektur werden. Es kann aber. Ne? Das hier war ja damals die letzte Korrektur, die wir mit Short-Positionen sehr gut nutzen konnten. Hier hat das Ganze gerade angefangen und wurde eben durch diesen. Weißen Rittereffekt effekt gekontert. Gut, und das will ich mit euch jetzt mal am DAX Future hier untersuchen. Jetzt im Tageschart. Ich habe euch ja mal den Abstand von der 200-Tage-Linie bis zum jetzigen Kurs grob, grob ausgerechnet. Ja. Nehmt es nicht zu genau auf die Nachkommastelle. Ich habe es einfach mal so mit Augenmaß hier eingezeichnet. Und worauf ich hinaus will, ist diese Situation hier. Ein überhitzter Markt. Der deutlich überhitzter ist, als das in den vergangenen Monaten der Fall war. Nicht nur gegenüber den Anleihen, sondern auch gegenüber den Devisen und gegenüber den Rohstoffen sowieso schon eine fallende Tendenz. Das bei steigenden Indikationen oder bei steigendem Kurs. Und das ist ein wirklich heißes, heißgelaufener Markt. Jetzt ist es aber so: in einem heiß gelaufenen Markt, der kann ja auch noch heißer laufen. Ist dem Trend weiter zu folgen. Das heißt Longpositionen, die laufen, müssen per se nicht verkauft werden. Das ganze kann sogar in eine irrationale Bewegung zur Oberseite münden. Wenn aber der Trend bricht, wie hier dargedeutet, ja? Und hier haben wir eine Gap, eine Kurslücke und diese charttechnische Linie. Das ist ein wichtiger Kreuz Unterstützungsbereich. Wenn dieser Bereich unterboten wird, ist Vorsicht angebracht, dann ist ein Entladen zur Unterseite zu erwarten und die Trendwende bezieht sich hier in dem Fall dann auf den mittelfristigen Trend und wir werden uns gleich mal Zielzonen anschauen. Eine Zielzone seht ihr schon mal hier, das ist die Minimalkorrekturzone 17.660. Und darunter haben wir die Neutralzone bis hier an den Bärmodus bei 16.890. Ja, und jetzt will ich mit euch mal auf den Future gucken, bevor wir dann in den Aktien auch mal den ein oder anderen Aktienshort uns anschauen. Aber der ein oder andere wird sich die Frage stellen, welches, welches Derivat kann man denn hier nutzen? Ich habe jetzt hier mal meinen DAX. Timing und Trading Chart eingeblendet. Einmal von der Intermarket Unterbewertung bis zur Intermarket Überbewertung. Allzeit hoch gekennzeichnet. Ihr seht hier den, ähm, den, die Bollinger Bänder. Wir laufen gerade das mittlere Bollinger Band an. Das kann der, das Ende einer Korrektur sein. Kann ich glaube aktuell nicht, denn <laughs> Ach, das zeige ich euch gleich, denn hier seht ihr den Wechsel aus einem überhitzten Bereich. Und der war schon beim letzten Mal nur moderat. Und ich glaube tatsächlich, dass es dieses Mal dann etwas intensiver ablaufen wird zur Unterseite. Meine Zielzone 1 seht ihr hier, meine Zielzone 2 seht ihr hier unten. Das sind die Korrekturbereiche, die ich jetzt für realistisch erachte. Und der Stop-Loss, den würde ich hier in den Bereich setzen. Und ich habe euch ein passendes Derivat dafür rausgesucht. In dem Fall einen Schein von. Goldman Sachs, das ist ein KO-Zertifikat, Hebel ungefähr 3. Kommt ja darauf an, wo jetzt der DAX eröffnen wird am Montag. Ja. Und meinen TB-Stop-Loss, und das nenne ich den mentalen Stop-Loss auf Tagesschlusskursbasis, den setze ich bei 19.030 Punkten. Das heißt, wenn ein Tagesschlusskurs darüber endet, dann wird dieser Trade beendet, dieser Absicherungstrade wird. Zugemacht und solange sich die ganze Situation hier weiterentwickelt, visieren wir einmal Zone 1 und danach Zone 2 an und dann müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Das eine orientiert sich an der Bollinger Bandlinie und das zweite an dem, das sieht man hier nicht mehr so gut, an dem letzten Ausbruchsniveau. Jetzt kann man aber neben dem DAX natürlich auch Aktien shorten, machen wir ja auch und dazu machen wir mal ein Ranking von den DAX-Aktien. Hier seht ihr die DAX-Aktien, die in den letzten 130 Tagen besonders positiv waren und hier unten die Aktien, die im DAX besonders negativ waren. <laughs> Grundsätzlich, wenn der DAX kritisch, kriselig ist oder in den Korrekturmodus übergehen könnte, schaue ich im unteren Drittel, das sind meine potenziellen Short-Kandidaten. Und hier habe ich es am liebsten, dass auch eine gewisse relative Schwäche vorherrscht. Ja? Und da sehen wir Conti, da sehen wir Vonofia, da sehen wir eine Siemens, ne? da sehen wir eine Sartorius. Das sind so die Bereiche, da wird es dann interessant. Dann schauen wir mal: Conti haben wir hier unten, die Vonofia haben wir hier unten. Also schon mal zwei Shortkandidaten, die nach wie vor interessant bleiben. Und ich habe ja da schon Shorts am Laufen. ja Diese Shorts hatte ich ja schon ähm, seit Januar. Wir haben sie äh, dargelegt. Die sind auch im Gewinn. Und jetzt wird sich der eine oder andere fragen: Ja, warte mal, kann ich denn immer noch in diese Situation einsteigen? Und da kann ich sagen: Ja, aktuell kann man das durchaus tun. Und ich will euch mal erläutern, wie ich das machen würde. Ihr seht hier das Big Picture, in dem Fall von Continental. Topping, Abwärtstrend mit sogar schon Panikverkäufen. Und was ich interessant finde, ist, dass die Dynamik in der Phase hier nachlässt. Und wenn dieses Tief hier unterboten wird, droht Conti ein Abverkauf. Ein Abverkauf und die Indikation, wie ihr seht, fängt an zur Unterseite zu drehen. Muss das kommen? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, dass Conti noch mehr, und die sind ja schon hier fast 80 Prozent eingeknickt, runterläuft. Auf der anderen Seite tun wir in Deutschland ja auch einiges, um eben hier sowas zu verursachen. Und das macht den Short für mich auch langfristig interessant mit einem engen Stop-Loss darüber. Ich habe euch jetzt hier mal einen neuen Schein rausgesucht. Ich habe einen anderen am Laufen, aber wenn ich jetzt einen neuen auswählen würde, würde ich diesen hier nehmen. Und den Stop-Loss, der ist jetzt nicht optimal, ja. Den optimalen Einstieg, der liegt ja schon hinter uns, ne, im Januar. Jetzt haben wir sozusagen den trendfolgenden Short-Einstieg. Ich mache es mal hier so, ups, ein bisschen krumm gelaufen, weil ich hier am Stift hängen geblieben bin, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Der Trend ist hier abgebrochen und es könnte ein weiterer Impuls zur Unterseite einstellen. Deswegen würde ich jetzt hier tatsächlich auch eine weitere Position in Erwägung ziehen. Und ja, da zoomen wir jetzt mal rein ins Tageschart-Szenario. Denn es ist, hier, hier sind wir in den Short eingestiegen. Das ist unsere Gewinnpufferzone. Wir haben jetzt schon hier Gewinne. Und wenn ich jetzt hier einsteigen wollte, habe ich ein Problem. Wir spekulieren auf eine Beschleunigung des Abwärtstrendes zur Unterseite. Und das nochmal obendrauf mit einer sich aufklarenden Saisonalität. Das heißt, hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wer diesen Trade neu machen will, machen wir nochmal zurück, muss etwas vorsichtig sein. Wir könnten eine normale Gegenbewegung bis in diesen Bereich hier jederzeit bekommen. Das werden einige Prozente sein. Und das gehört zur normalen Schwankungsbreite dazu bevor es dann weiter zur Unterseite geht. Das Problem ist, wenn ich jetzt warte, hier einzusteigen, dann könnte es sein, dass der Trade gar nicht da oben ankommt und schon vorher zur Unterseite abkippt. Deswegen haben wir uns ja hier positioniert. Ja, damals haben wir eine gewisse Schwankung auch hingenommen und das ist das Problem, wenn man jetzt zu spät kommt, ja. Wie gehe ich damit um? Ich habe ja jetzt meine Pufferzone, ich kann also relativ relaxed auf diesen Einstiegspunkt hier warten und wenn zugreifen, ja, ich verpasse ja nichts, weil ich ja schon short positioniert bin, ja. Wenn ich nicht positioniert bin, muss ich dieses Risiko eingehen und ich kann hier einen Teilsplit machen, eine Restposition schon mal short gehen und hier nochmal mal nachlegen, um in diesen Trade hineinzukommen, um das übergeordnete Szenario zu traden. Das, was wir hier sehen, ist ein Drehen in einer Unterbewertung. Das ist meistens ein Zeichen dafür Vorsicht. Wenn Conti jetzt nicht aufpasst, könnte es richtig heftig zur Unterseite sich eintrüben. Okay, gegen die Saisonalität. Ja. Dann gehen wir den nächsten Punkt an. Das wäre Wonofia. Wonovia ist ein Trade, den wir ebenfalls mit ins Rennen geschickt hatten. Und zwar ein bisschen später. Und hier seht ihr Wonofia mal Monatschart. Und die Idee war hier. Mit dem hohen Zins kriegt natürlich die Immobilienbranche Probleme. Und jetzt wurde da eben die Story, ich sage es bewusst, in Anführungsstrichen, vom fallenden Zins erzählt. Das haben wir in Teil 1 geklärt. Und fallende Zinsen sind natürlich gut für Immobilienwerte, deswegen starke Gegenbewegung. Aber wenn die Story plötzlich ad acta gelegt wird und der Zins hoch bleibt oder sogar erhöht wird, dann... Immer mehr in Schieflage, die Indikation dreht und damit wird auch dieses Short-Szenario interessant. Das laufende Short-Szenario, das wir haben, bleibt attraktiv, auch mit dem Schein. Ich habe trotzdem noch mal einen neuen für diejenigen, die das ganze Szenario interessant finden, herausgesucht. In dem Fall hier nicht von Goldman Sachs wie bei Conti, sondern jetzt von der UBS ähm, auf Vonofia. Und die Idee ist es tatsächlich, dass hier ein Abpraller passiert und möglicherweise ein Anlaufen der unteren Bereiche, ne, ein zweites Standbein angelaufen wird. Ihr seht, viele Prozente, die man hier machen kann. Den Hebel würde ich nicht über drei heben. Und das Ganze ist ein bisschen spekulativer, weil, wenn der Zins tatsächlich fallen sollte, weil was anderes zu Bruch geht, könnte das hier tatsächlich sogar in die Hose gehen und dann eine Gegenbewegung starten. Auf der anderen Seite könnten wir eine Immobilienkrise bekommen und dann würde es hier tatsächlich auch noch mal richtig Ramba Zamba geben. Deswegen finde ich diesen Trade nach wie vor interessant. Und hier habt ihr mal den Trading Chart von Vonofia. Hier sind wir eingestiegen. Dieser Trade hat uns geärgert, ist wieder gut angelaufen, hat uns wieder geärgert, ist wieder am Anlaufen. Alles soweit gut, gute Zahlen vorgelegt, aber das worauf wir spekulieren ist dieser Trendbruch hier, ja. Wenn dieser Trendbruch hier vollzogen wird, rechne ich mit einem stärkeren Schub zur Unterseite. Und hier seht ihr, werden Zahlen vorgelegt. Und diese Zahlen, ne, ihr seht es im Vorfeld, werden häufig bleibt der Verkaufsdruck hoch. Das heißt, hier haben wir sogar zyklischen Rückenwind. Ich halte diesen Trade deswegen weiterhin für interessant. Ich habe den mentalen Stop jetzt hier auf runtergelegt und kombiniert mit dem neuen Schein. Der Stop-Loss wäre also bei 27,80 auf Tagesschlusskursbasis. Also, wenn wir da drüber läuft, dann verlassen wir das Spielfeld. Und solange das nicht passiert, gehen wir mal von einem ja, laufenden Szenario bis hin möglicherweise zu einer Krise aus. Werfen wir einen Blick auf die Vermögenspyramide, wie wir uns gerade insgesamt aufstellen. Da haben wir verschiedene Richtwerte und aktuell sind wir ausgewogen investiert. Ich habe es in den letzten Webinaren mehrfach erklärt. Für Offensiv ist uns die Situation viel zu durchwachsen. Es gibt zu große Probleme und insgesamt auch ähm, ja, echte Fallstricke, die zu bewerkstelligen sind. Auf der anderen Seite die Märkte möglicherweise ja, aktuell noch trendstark für richtige Gegenbewegungen, spricht nicht. Aktuell eher nur Konsolidierung oder kleinere Korrekturen. Nichtsdestotrotz legen wir auf der Lauer. Wir sind im Cashbestand und das zeige ich euch mal anhand dieser Tabelle hier. Wir sind zwar bereit, in der Spitze der Pyramide 10% zu investieren, spekulativ, aber aktuell haben wir relativ wenig an Volumen im Markt und viele Cashbestände aufgebaut. Ähnliches gilt in den Beimischungen, also das Swing Trading, das wir gerade aktuell auf Long und Short verteilen, haben wir recht viel Puffer aufgebaut. Ja? Und ähm, ja, im Investitionsbereich sind wir recht stark investiert, aber in vorwiegend ähm, konservativen Aktien. Ne? Also krisenfest haben wir uns aufgestellt. Wir haben zuletzt hochwertige Aktien, die unterbewertet sind, eingesammelt. Achten allerdings darauf, einen gewissen Cash-Bestand zu bewahren. Und ja, wie es ihr seht, im spekulativen Bereich sind wir an der Seitenlinie. Jo, damit kommen wir dann zum Kalender. Wir kommen ja in die etwas, ich sag mal, entspanntere Phase, in der Vorsommerphase aktuell. Haben wir vorgezogen. Samstags die Intermarket-Analyse. Das ist diese hier. Nächste Woche gibt es die Intermarket-Analyse. Hier das offene Webinar. Da werden wir auf eure Fragen eingehen. Und äh, das ein oder andere Thema, das wir hier innerhalb der Intermarket-Analyse besprochen haben, nochmal vertiefen, weitergehen und nochmal besprechen. Und ja, dann am Freitag gibt es das WWA-Webinar, wo wir auf die Handelssysteme und die Zusatztrades eingehen. Dann gibt es eine Woche. Da werde ich unterwegs sein, da wird es keine Webinare geben. Wenn ihr also Fragen habt, nutzt die Webinare, um eure Fragen loszuwerden. Jo. Oder spätestens in der kommenden Intermarket-Analyse. Hier haben wir dann auch die Intermarket-Analyse ausgesetzt. Also in der übernächsten Woche. Damit bin ich soweit durch. Insgesamt kann man sagen, die Märkte neigen zur Vorsicht. Wir machen unsere Hausaufgaben am Short. Positionen im Rennen, die sind schon angelaufen. Wir bauen das aus. Wir liegen auf der Lauer im Vorfeld sichern wir uns etwas ab. Dabei wünsche ich bei euch ein gutes Händchen, gute Entscheidungen, gutes Gelingen und wenn ihr weitere Fragen habt, dann nutzt bitte das Montagswebinar, dafür ist das da und dann werden die Fragen, die ihr stellt, anonym natürlich auch in der Community geteilt. Freue ich mich drauf, war zuletzt sehr, sehr, ähm, ja, gab es sehr, sehr interessante Fragen, die auch mich weitergebracht haben. Wie sieht man gewisse Dinge? Also Richtung Biontech und Co. habe ich auch hiermit eingebaut. In dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Restwochenende, einen guten Start in die nächste Handelswoche. Und wenn ihr wollt, dann sehen und hören wir uns im Montagswebinar wieder. Bis dahin, alles Gute für euch.